Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part wollten wir eigentlich ein Schokobo fangen, um über die Steppe zu kommen. Aber dann ist mir eingefallen, wir müssen ja zu Kalm. Wir müssen da noch gar nicht durch. Und Kalm befindet sich hier. Das ist anscheinend dieses kleine Örtchen. Das ist schon lange her, wo ich hier war, wo ich das Spiel auch gespielt habe. ist auch nicht weit von Midgar entfernt. Also, ich weiß nicht, wie ich da... Ne? Naja, wir gehen rein und gucken mal nach, was uns da erwartet. Das ist Kalm. Ich frag mich, ob schon alle da sind. Lass uns schnell rüber zum Gasthaus gehen. Komm schon her. Machen wir. Wir haben ja eh nichts zu tun. Ne? Also, wir haben schon was zu tun, aber, ne? Hallo? Mr. Cloud? Ihr Gruppe erwartet Sie im zweiten Stock. Cool, danke. Das wäre jetzt eine Story-Geschichte, Leute. Cloud, du kommst spät. Ey, Mann, du kommst spät, Mann. Ja, ich bin noch... Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, ihr seid jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte. Über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Ja, wir müssen auch langsam ein bisschen mehr Sachen erfahren, ne? Ich wollte mal wie Sephiroth sein, also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun. Er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander, bis eines Tages. Eines Tages? Ja, eines Tages. Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren. Und ich war 16. Dann ist Cloud heute 21. Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Alles in Ordnung? Ich will sagen, aber wenn ihr ist halt schwer jetzt. Ist der Zeitpunkt nämlich da, wo ich Spoiler dem Remake, den zweiten Teil vom Remake. Deswegen sage ich jetzt nicht dazu, okay? Ihr müsst euch selber wenn ich jetzt denke, ihr müsst alles, was ihr hier seht, ist nicht im Remake vom ersten Teil enthalten, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Dementsprechend halte ich mich jetzt auch zurück. Es sei denn, ihr guckt das Let's Play, dann werdet ihr natürlich zwangsläufig gespoilert. Also da habt ihr selber Schuld. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Hey. Beruhig dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will's einsetzen. Wie ein Kind. Wirst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Makro-Reaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden. Dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Monster? Wo? Im Makro-Reaktor beim Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Deine Heimatstadt? Oh, ich bin mich erschrocken, Alter. Das ist voll auf die Ohren. Uns ist gerade etwas Seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Guckt euch Sephiroth an. Wir könnten jetzt mal herausfinden, durch den Cheat, wie Sephiroths Limit aussieht. Wollen wir es mal machen? So. Habe ich jetzt. Aber es ist nicht voll. Der ist doch... Schade, wir können es nicht sehen. Der Limit ist voll, aber blinkt nicht. Alter. Toll, wir konnten es nicht sehen.
Schade. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist erstmal so lang, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Genova. Sie starb direkt in meiner Geburt. Mein Vater. Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. Wenn du weiter hier rumwanderst, bekommst du Schwierigkeiten. Es ist langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Sollen wir üben? Üben? Ach, du meinst meine Pose. Muss man als Deutscher immer darauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? War es so? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Deutscher sein. Hier stinkt es ganz schön nach Mako. Hey, Moment mal. Ist das nicht der Name von Sephiroths Mutter? Ich erinnere mich an Genova, dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte zuhören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Tifa, ich hab doch nur. Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Oh, und ihr könnt eure Familie und Freunde besuchen. Alles gut bei dir? Mann, ich bin so nervös. Warum? Hör mal, man weiß nie, wann ein Monster auftaucht, oder? Ja, da hast du recht. Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe ein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Fotografier doch mich! Ich mache kein Bild mehr, niemand. Hi. Ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangan und ich reise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. Und in dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Aha. Hast du Tifa? Tifa ist begabt, sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Scheint so, ne? Da hat er nicht ganz Unrecht. Hey. Das Geistertor ist heute Nacht für Shinra reserviert. Cloud? Bist du das, Cloud? Wir haben uns bestimmt 2 Jahre nicht mehr gesehen. Sag mal, du hast ganz schön was erreicht, jetzt wo du Sephiroth unterstehst. Ist ja gut, ist ja gut. Was schaust du so? Diese Gegend, ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Der geht ja auch gemütlich rein. Wir haben ein Bett zu wenig. Tja. Muss wohl einer draußen pennen. Das war der Soldat eben da draußen hier. Willkommen! Nee, bist du nicht? War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt geht's mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal, mach schon weiter. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit Ereignissen vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hier hören. Ich auch, es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Okay.
Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein im Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Cloud? Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mama. Komm, komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Ist das eine Uniform von uns Deutsche? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen sich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Hatten wir alle schon mal, ne? Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre der genaue Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Ist du auch richtig? Es geht mir gut, die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud. Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Cloud, bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Ja, wir können uns ja nochmal umgucken. In Tifas Wohnung, also in Tifas Haus. Cloud, bist du in mein Zimmer gegangen? Ja, ja. Moment, ein Moment, irgendwas war mit dem Dings. Okay. Hier war nämlich Klavier. Hast du auf mein Klavier gespielt? Nur ein bisschen. Ich kann auch Noten lesen. Lass mal. Do, Re, Mi, Ti, La. Ich glaube so. Nee, Do. Nee, Ti, La. Vergiss es. Lass mich hier weg. Der Brief. Hast du ihn gelesen, mein Brief? Das wollte ich nicht tun. Natürlich. Na, eigentlich haben wir ihn doch gelesen, ne? Cloud, du hast ihn eigentlich gelesen. Ja. Erinnerst du dich, was drin stand? Ich erinnere mich genau. Ich las ihn. Es war ein Brief an Tifa, dem Sohn des Besitzers des Gemischwarenhandels interessiert. Tifa, wie geht's? Ich bin vor 8 Tagen in Midgar angekommen. Gestern hat sich ganz Nibelheim versammelt, um mich willkommen zu heißen. Die einzige Person, die wir nicht erwischt haben, war Cloud. Aber alle sagten, er sei sowieso nicht so eng mit uns befreundet. Also selbst wenn wir gefragt hätten, wäre er vermutlich nicht gekommen. Lass uns nicht weiter über ihn besprechen. Midgar ist wirklich toll, aber um die Wahrheit zu sagen, ich bin so hinter allem her, so heute Kontakt verloren. Selbst das Zimmer der Leute in den Slums sind sauber. Im Moment lebe ich in den Slums, aber ich habe vor, in ein richtig schönes Zimmer zu ziehen. So wie die in den Zeitschriften, sobald ich etwas Geld verdient habe. Aber dazu muss ich erst einen Job finden. Es stimmt, ich habe immer noch keine Arbeit gefunden. Ich habe meinen Eltern angelogen und ihnen erzählt, ich hätte einen tollen Job aus Shinra Inc. Ich frage mich, ob es wohl zu spät ist, zurückzugehen. Manchmal denke ich, ich hätte das Geschäft meiner Eltern übernehmen sollen. Ja, ich erinnere mich mich an alles. Was? Das war irgendwas über mich. Ich bin gerade mitgekommen, aber ich denke, du kannst halt an über. Hey Tifa, funktioniert das alte Wasserturm noch? Wie geht's alten Mann vom Gasthof? Sind meine Eltern noch jeden Tag im Geschäft? Haben irgendwelche Ungeheuer angegriffen? Und vor allem, wie geht's dir, Tifa? Ich fühle mich, als hätte ich dich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben gestern über dich gesprochen. Alle möglicherweise, dich alle so verehren, konnte ich ihnen schlecht in den Rücken fallen. Ich war immer so kühler, in Wirklichkeit hatte ich nur Angst, abgewiesen zu werden. Wow, wenn ich so weiter schreibe, wäre das ein Liebesbrief. Ich meine, lieber Schluss, pass auf die auf und schreib bald wieder. PS, schreib mir, okay? Teenie-Unterwäsche. Cloud, es ist die Wahrheit. Cloud, wir sprechen hier über was sehr Wichtiges.
Ich hab deine Unterwäsche gesehen. Gut. Ansonsten war's das hier. Was war nochmal hier? Oh, du gehörst schon dran. Willkommen. Oh, es tut mir leid, du bist es, Cloud. Ich hab dich nie erkannt. Shinra? Kinra? Soldier? Salz? Was? Willst du die Ungeheuer töten? Willst du? Klar. Natürlich. Ansonsten war es das hier, glaube ich, ne? Könnten wir jetzt noch schlafen gehen, glaube ich. Oder können wir hier schon hoch? Bist du schon drin? Ja. Großspurige Rotznase. Okay. Diese Villa. Nein, das kommt später. Kann man schon hoch oder kommt das auch später? Da vorne ist der Mount Nebel. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Berge stieg. Gut, dann war es das jetzt. Ja? Wir können jetzt, glaube ich, schlafen gehen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du sollst bald schlafen gehen. Es ist noch früh. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich habe eine Leiterin zur Makroreaktoren engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können auf sie verlassen. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert. Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa, nett dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in dieser Stadt. Ist zu gefährlich, es ist zu gefährlich. Ich lass mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch mich für mich fragen? Ja, dann machen wir mal ein Foto, ne? Das Foto schauen wir uns, glaube ich, später sogar mal an, ne? Bitte lächeln. Prima, danke schön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Und das dauert. Am Mountain wurde ein Makroreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Die gleiche was? Habe ich irgendwie falsch gelesen? Dum dum. Hey! Ab hier wird's schwer, mir nach. Oh, die Brücke. Runtergefallen. Es scheint keinem was passiert zu sein. Hier ist der Rückweg. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Ja, Rückweg, ja. Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, das scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir hatten keine Zeit zu suchen. Wir können nicht zurück weiter. Aber jetzt gehen wir gemeinsam. Oh, wir haben jetzt... Jetzt ist Sephiroths Limitleiste voll übrigens. Das ist sehr nice. Können wir gleich mal ausprobieren. Sephiroths Limit.
Wenn übrigens Gegner kommen, ne? Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Makroenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makroreaktor gebaut. Aha. Und was ist das? Ein Makrobrunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Makroreaktor weiter Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Makroenergie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst toll schon, weißt du immer das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte hierauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte? Eine geheimnisvolle Kraft? Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich sollte nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc., ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Makrobrunnen? Das ist also das Wissen des alten Volkes. Dum, dum, dum. Viele Bilder über Dings, ne? Krass. Viele Renderbilder, Hintergrund, Kamerafahrten. Und viel Story gerade. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Mann, dass Tifa bei dem Erzählen nicht so spanisch vorkommt, ne? Dann pass lieber gut auf mich auf. Okay. Ja? Ah, hier, okay. Ich dachte schon, hä? Sephiroth geht schon alleine vor. Level 5. Genova. Sephiroth, was machst du hier? Das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Deshalb die Funktionsstörung. Dieser Teil ist kaputt. Cloud, schließt das Ventil. Welches Ventil? Ach, dieses. Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich, Hojo. Aber selbst wenn du das machst, verreist du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie kondensiert wird? Oh ja, sie wird zur Materia.
Ja, normalerweise, aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Na, gucken wir mal. Hallo, darf ich? Schau durchs Fenster. Was ist das? Soldiers werden mit Mako übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Mako ausgesetzt als ihr. Ist es eine Art Monster? Genau, und Hojo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Mako-Energie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normales Soldier. Heißt das, du bist anders? Hey, Sephiroth! Nein! Wurde ich... Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth! Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Mako-Reaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Wir speichern und rasten. Ja, kann sein. Wollen wir hier rasten? Ja. Besser ist, ne, Leute? ein paar Minuten haben wir noch, ne? 2 Minuten haben wir noch. Tifa, du hast alles draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibiru zurück. Sephiroth schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht mehr mit mir zu reden. Und plötzlich war er verschwunden, stimmt's? Wir fanden ihn in dem größten Gebäude in Nibelheim. Die Bewohner nannten es die Shinra-Villa. Vor langer Zeit lebten die Leute von Shinra in diesem Haus. Ja, aber jetzt haben wir noch, jetzt ist gerade Minute 29. Ich denke mal, jetzt kann man eine gute Pause machen. Den Shinra Villa. Da gucken wir gut im, ups. Oh Gott, es geht überall hin. Hier gucken wir im nächsten Part weiter, wie es hier weitergeht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr auch Lust habt, könnt ihr auch gerne kommentieren und so. Und ja, tschüss.